Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gut, meine lieben Tool-Junkies, ich bin's wieder, euer K. Heute wieder vor der Kamera mit einem ganz besonderen Schätzchen. Gab's so bei mir, glaube ich, auf dem Channel noch überhaupt gar nicht. Eine 05er MG. Ja, nach dem Intro geht's los, Abfahrt. Ja, ihr könnt sicherlich hören, ich bin noch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, wieder Erkältung hier und da, tralala. Aber immer weiter, Herz ist Rumpf. So, was habe ich heute hier? Eine FN Minimi. Ja, sehr schön. Und zwar die Version von A und K in der Stahlblech-Version, die zu meiner Überraschung ziemlich gut gefertigt ist. Gefällt mir soweit schon mal sehr gut, auch äußerlich und optisch. Auch wenn hier leider keine Markings vorhanden sind, aber das soll jetzt den Spaß nicht mindern. Das Ganze wieder natürlich zur Verfügung gestellt von Begadi. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem historischen Part. Was ist dieses Ding eigentlich? Also, das FN Minimi, erste Frage, warum heißt das überhaupt Minimi? Minimi ist quasi eine Abkürzung und stammt, da es ja aus Belgien kommt, natürlich aus dem Französischen und heißt oder so. Auf jeden Fall auf Deutsch übersetzt heißt das kleines Maschinengewehr. Ja, die FN Minimi, die wurde 1974 das erste Mal vorgestellt. Und ja, es handelt sich dabei quasi um einen indirekten Gasdrucklader mit einer Kadenz zwischen 750 und 1200 Schuss die Minute, also ziemlich schnell. Ja, und ihr kennt das Ding wahrscheinlich aus Computerspielen wie Counter-Strike, Call of Duty. Überall sieht man dieses Ding eigentlich, zwar auch in den anderen Varianten, anderen Versionen. Aber im größten Teil handelt es sich immer um die Basiswaffe und das ist das hier, das Ursprungsmodell. Hier ist nämlich keine Picatinny-Schiene dran, hier ist kein Vierlefanz dran, Zweibein ist das Taktischste, was man da bekommen kann. Und Oldschool, so wie ich das auch gerne mag. Die Amerikaner haben das Ganze dann natürlich auch adaptiert. Das hat dann den Namen bekommen, die M249 SAW oder SAW. SAW steht hier für nicht für Säge, sondern für Squad Automatic Weapon. So, um das Ganze ein bisschen kurz zu halten, lasse ich euch einen Wikipedia-Link da. Da könnt ihr alles nochmal in Ruhe nachlesen. Gut, machen wir nicht lang rum. Kommen wir zu der Verarbeitung. Die ist, wie schon angesprochen, eigentlich ziemlich gut für eine A und K. Hat mich jetzt doch sehr überrascht, muss ich sagen. Ich bin von A und K eigentlich nicht so, ja, sagen wir mal, eine Qualität gewohnt. Aber hier ist unter dem Stahlblechgehäuse ist hier unter anderem auch sehr viel Stahl an Bedienteilen und so weiter verbaut. Das finde ich echt gut. Fangen wir mal vorne an. Wir haben hier einen einteiligen Outer Barrel mit einer Mündungsbremse oder MFD, Mündungsfeuerdämpfer, 14 mm Negativgewinde. Das heißt, den könnt ihr natürlich auch austauschen. Werde ich jetzt hier in dem Fall nicht machen, weil man sieht einfach cool aus, ist halt einfach original. Wie gesagt, Outer Barrel aus einem Stück gefertigt und natürlich mit QD-Verschluss, also Schnellzerlegung bzw. Schnellspannung. Dann haben wir hier den Stahlblech-Receiver oder das Stahlblech-Gehäuse aus Stahlblech. Was wird das sein? Ein guter Millimeter Stahlblech. Von hier vorne bis hier hinten. Was will man mehr? Also, das Ding ist also schon mal robust. Dann haben wir hier unten noch das Zweibein, was ihr auch natürlich abnehmen könnt. Dafür müsst ihr zwei Schrauben im unteren Teil lösen. Ist auch auf der Begadi-Webseite gut bebildert. Ich kriege es heute gerade leider nicht so gut aufs Bild, dadurch, dass das Ding so brachial groß ist. Wenn ihr kein Zweibein wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch abmontieren. Das Zweibein an sich ist natürlich auch aus Stahl. Ja, ich sollte den Magnet vielleicht auch dahin kleben, wo ihr das seht. Ne? Ist aus Stahl und natürlich in drei Positionen verstellbar. Das heißt, das Zweibein kann man noch höher einstellen.
Ja, wie auch eben schon gesagt, Body ist hier komplett aus Stahl gefertigt, der untere Gehäuseteil. Hier ist alles Stahl. Hier oben die, ja, der Schnellverschluss vom Lauf, der ist aus Stahl gefertigt. Der Tragegriff ist aus Stahl gefertigt. Hier hinten das Kimme, die Kimme-Einrichtung hier. Der Kimmenträger, der ist aus Stahl, die Einstellschrauben sind aus Stahl, die Pins sind aus Stahl, also hier ist sehr viel Stahl verbaut. Sogar der Sicherungsknopf hier, der ist auch aus Stahl gefertigt. Ja, finde ich gut. Ja, dann haben wir hier natürlich noch den Gehäusedeckel, der ist auch wie das Original abklappbar, der ist aber nicht aus Stahl gefertigt, der ist aus einem Druckguss. Der angedeutete Feed Tray, also der Zubringer hier, der ist allerdings aus Stahl gefertigt. Den kann man auch runterklappen. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier sehen. Ja, also quasi wie beim echten MG auch. Hier in dem Zubringerbaum, in dem Feed Tray, da könnt ihr natürlich auch Deko-Patronen montieren. Sollte ja klar sein, wofür das gut ist. Ja, und dann haben wir hinten noch den Schaft. Der ist aus. Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken. Nee. Hier hinten der Teil, der ist aus Aluminium gefertigt. Ist allerdings sehr robust. Hier hinten ist auch so eine Schulterstütze, beziehungsweise hier dieser, wie nennt man das? Ah, keine Ahnung, ich komme gerade nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, das Stück hier ist auch aus Stahl gefertigt. Ja, wie schon gesagt, sehr viel Stahl und der Außenlauf, gut, der hat hier oben eine kleine Macke, das haben sie ab Werk ein bisschen ausgebessert. Das ist alles und sieht alles schon mal sehr gut aus. Die ABS-Teile hier, beziehungsweise verstärkter Nylon-Kunststoff, fühlt sich sehr gut an. Hier vorne, das ist sehr griffig und der Pistolengriff hier unten, der Griff an sich, der fühlt sich auch sehr wertig an. Hier vorne fangen wir gerade mal an mit der Bedienung, mehr oder weniger. Hier vorne wäre quasi die einstellbare Gasabnahme. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche Einstellung für was im Original wäre, aber die ist auch verstellbar. Wir haben hier natürlich auch eine Aufnahme für die Lafette. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ja, dann haben wir eben schon angesprochen, haben wir hier oben den, ja, Schnelllösehebel für den Lauf, für einen schnellen Laufwechsel, ist in dem Fall hier ziemlich praktisch. Da kommen wir später zu, wenn wir die Gearbox ausbauen, da bräuchten wir das nochmal und natürlich, wenn man das Hop-up uns mal genauer angucken. Dann haben wir bedienungsmäßig ist hier eigentlich nicht viel los. Wir haben hier auf der Schussrichtung rechten Seite haben wir hier den Durchladehebel. Ihr könnt sehen, hier bewegt sich dieses Blechteil. Wie beim Original auch. Es macht eigentlich nichts. Klemmt ein bisschen, muss mal ein bisschen gefettet werden. Ist eigentlich halt eine nette Spielerei, ist halt mit dabei, ist gut. Der Griff an sich müsste aus Druckguss gefertigt sein. Ja, ist Druckguss. Dann haben wir hier unten natürlich noch den Abzug. Der ist nur safe. Oder schießen. Und ihr habt schon gesehen, ich habe hier natürlich schon mal einen Akku verbaut. Ansprechverhalten hier ist. Kommen wir später zu, ist aber noch ein bisschen verbesserungswürdig. Ja, wie auch schon gesprochen, hier dieser Sicherungsknopf, quasi die Sicherung an sich, die ist aus Stahl gefertigt. Der Abzugsbügel ist auch aus Stahl gefertigt. Der Abzug an sich, nee, der Abzug ist nicht aus Stahl gefertigt. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ja, fühlt sich alles in allem wirklich sehr gut an. So, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, was das angeht? Nein, gut. Dann haben wir natürlich noch die Visiere. Fangen wir bei der Kimme hinten an, die ist, ihr könnt es natürlich so nicht sehen, ich drehe es gerade mal um. Das schwere Ding hier. So, ich hoffe, das kriegen wir hier alles aufs Bild.
So, wir haben hier Einstellrädchen. Das eine hier, das ist für die Seitenverstellung. Ne? Wenn ich hier dran dreht, verstellt sich der Diopter nach links oder rechts. Und das hier ist für die Höheneinstellung. Da kommt der Diopter hoch oder runter. So, und das Korn, das können wir lösen. Hier vorne ist eine kleine Madenschraube bzw. Innensechskantschraube drin. Und dann, wenn wir die lösen, können wir das Korn in der Seite auch noch ein bisschen verschieben und das anpassen, sowie die Kornhöhe. Hier war jetzt allerdings kein passendes Werkzeug dabei. Man könnte das quasi, glaube ich, fast schon mit einem AR-15 Tool oder irgendwie sowas könnte man das verstellen. Sieht auf jeden Fall so aus. Also halten wir das Ganze jetzt mal fest. Die Verarbeitung von dem guten Stück hier, die ist, ja, ich finde es geil. Gut. Ist ziemlich gut umgesetzt in dieser Stahlblechversion. Ja, was soll ich hier mehr sagen? So, dann kommen wir langsam mal ans Zerlegen und es gestaltet sich hier wirklich sehr, sehr einfach. Wir fangen erstmal an mit dem Lauf, beziehungsweise Lauf, Outer Barrel und Hop-Up Unit. Die kann man nämlich hier bequem in einem entnehmen. Dafür ziehen wir hier diesen Hebel. Ziehen wir hier diesen Hebel einmal nach hinten und dann seht ihr schon, der Lauf kommt von alleine nach vorne gesprungen. Und dann können wir das Ganze schon entspannt rausnehmen. Hier ist die Hop-Up-Unit drin. Die gucken wir uns später noch an. Der Lauf an sich, den zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir hier das Ding komplett auf dem Tisch haben. Und dann, um die Gearbox letzten Endes wirklich komplett zu entfernen, müssen wir hier neben zwei Schrauben. Zwei Schrauben hier, da ist die und da ist die. Da braucht ihr einen 2,5, einen 2,5er Inbusschlüssel, um die Schrauben zu lösen. Und dann müssen wir hinten noch im hinteren Bereich eine gerändelte Schraube lösen. Das zeige ich euch aber alles gleich. Kommen wir vielleicht noch mal schnell zum Magazin, zum Boxmagazin. Kleine Besonderheit hier, nicht erschrecken. Wenn ihr auf der Begadi-Webseite guckt, da werdet ihr feststellen, das hat einen grünen, ja, einen grünen Nussack oder Nutsack oder wie man das auch Teil auch immer nennt. Begadi schreibt aber, dass sie ab irgendwann Mitte 23, also 2023, das Teil nur noch mit schwarzen Magazinen ausgeliefert wird. Gut, finde ich jetzt halt nicht so schlimm. Da muss man dann halt mit leben. Es ist aber auch nicht so schlimm. Weitere Besonderheit hier, ihr könnt das Ganze natürlich, wenn ihr auch jetzt keinen Bock habt, zum Magazin oder auf diesen Nusssack, oder wenn ihr, ja, der lässt sich ein bisschen schwer lösen. Na komm, so. Na. Ja, der lässt sich ein bisschen fummelig rausmachen. Das Magazin erkläre ich euch nachher auch noch. Wenn ihr da jetzt allerdings sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock hier so ein 1500 Schuss Boxmagazin rumzuschleppen, ihr könnt auch AR-15 Magazine verwenden. Aber hier muss man dann wirklich ein bisschen ausprobieren und testen. Also ich habe jetzt hier dieses Magazin, Stahlblechmagazin, das ist von der Speckner Arms HK416C. Das passt hier wunderbar rein. Wo ist er? Hier ist er, der Onkel. Das passt hier wunderbar rein. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so auskennen, keine Angst, das ist beim Real Steel Vorbild auch so. Also es ist konzipiert dafür, dass es auch Originalmagazine verwendet und umfällt. Ja, hier muss man halt ein bisschen gucken, welche Magazine genau passen. Also die von Speckner Arms, die passen schon mal. Dann habe ich hier noch diese Lenzer L5 Klone. Die passen auch wunderbar da rein. Und dann habe ich hier noch einen Magpul Klon. Das ist ein Magazin, das war bei der E&C
E&C SMR 16 mit dabei. Aktuell haben die, glaube ich, nur Stahlblechmagazine mit dabei. Aber das hier, das passt auch wunderbar da rein. Das von der Seite ein bisschen fummelig zu laden. Das passt hier auch sehr gut. Also diese drei Typen Magazine, die passen schon mal. Was nicht passt, zum einen habe ich probiert, dieses Syma SKA-L oder Syma AR-15 Magazine generell, die passen nicht so gut. Die haben nämlich das gleiche Problem wie hier das Magazin auch. Das hier ist ein. Ja. Da könnt ihr das hier sehen. Das Magazin rastet zwar ein, aber das wird vom Follower wieder runtergedrückt, also weggedrückt. Von der BB-Zufuhr wird das Magazin wieder weggedrückt, sodass ihr hier wahrscheinlich Feeding-Probleme haben werdet. Das ist genau dasselbe wie bei den Syma-Magazinen auch. Und dann habe ich jetzt hier noch spaßeshalber diese Waffelmagazine von der für diese ja, für AR-15. Diese kurzen 20er, die passen auch nicht so. Da seht ihr auch, das haut von der Zuführung auch nicht so hin. Da habt ihr dann auch Zuführstörungen, da müsstet ihr das Magazin immer randrücken. Ist auch nicht so optimal. Passen aber wunderbar in den Magazinschacht. So, das war jetzt die Magazinfrage. Ich glaube, das habe ich damit jetzt ein bisschen abgedeckt und dann könnt ihr schon mal für euch ein bisschen eingrenzen. Und ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst, um die Gearbox auszubauen. Dafür muss ich jetzt mal wieder umbauen und dann hole ich euch ein bisschen näher ran. Das gute Stück liegt jetzt hier bei mir auf dem Tisch und wir schauen uns alles mal noch ein bisschen genauer an. Also, wie schon gesagt, Vollstahl-Receiver hier unten, hier oben Gehäusedeckel, der ist aus Druckguss gefertigt. Und ja, wir kommen gerade mal zum Ausbau von der Gearbox, beziehungsweise wir gucken uns das Ganze erst noch mal genauer an. Fangen wir vielleicht gerade mal an mit dem Akku einlegen. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen ja wuchtig, deswegen zeige ich euch das Ganze jetzt erstmal ohne Outer Barrel. Also um den Outer Barrel zu entnehmen, drücken wir hier diesen, wie eben schon gezeigt, drücken wir hier diesen Hebel und dann nehmen wir den Outer Barrel nach vorne raus samt Hop-Up Unit. Dann legen wir den Akku wieder ein, beziehungsweise stöpseln den Akku an. Hier ist kein EFC oder ähnliches verbaut, also das ist nur eine reine Micro-Switch-Unit. Und dann legen wir den Akku hier unten rein. Ihr seht hier, habt ihr hier den Akkuplatz drin. Also hier kann man auch ziemlich große ja, 7,4er oder 11,1 Volt Lipo-Akkus, diese Block-Akkus reinmachen. Das ist ziemlich geräumig hier unten drin, sagen wir mal so. So, ich habe jetzt hier leider nur diesen Triple Stick Akku von Begadi, aber das passt hier alles wunderbar rein. Und ich versuche es jetzt mal hier mit dem Outer Barrel. Da gibt es nämlich so ein, zwei Besonderheiten. Da werde ich vielleicht dann später noch drauf eingehen. Wenn ich es jetzt hier so nicht erklärt bekomme. Also ihr nehmt am besten erst den Inner Barrel mit Hop-Up Unit raus. Dann müsst ihr hier das Top-Cover etwas öffnen. Und dann seht ihr hier schon das Nozzle, Gearbox mit Nozzle. Und dann müsst ihr hier drauf achten, die Hop-Up Unit hat hier so eine Führung. Ja. Die muss hier unten nämlich eingefädelt werden. Die dient nämlich gerade dazu, dass ich die Hop-Up Unit dann auch nicht mehr, könnt ihr hier sehen, dass ich die Hop-Up Unit nicht verdrehen kann. So, und jetzt wird es komisch mit dem langen Outer Barrel, den hier drüber zu bekommen. Ich versuche es gerade mal, ohne dass es großartig wackelt. Ich habe hier nämlich nicht so viel Platz. So. Dann schieben wir das einmal hier drüber. Gucken, dass die Hop-Up Unit noch einmal richtig sitzt. So, und dann schließen wir kurz den. So.
Und dann müsst ihr den. Ja, sitzt. Dann müsst ihr den Außenlauf richtig fest randrücken. Hier ist Federspannung drauf. Richtig fest randrücken. Und ich sehe gerade, wie kommt da oben eine BB rein? Lol. Ja, richtig fest randrücken und dann sitzt das Ganze. So, und wenn ihr jetzt das Topcover hier schließen wollt, da müsst ihr darauf achten, dass ihr den Durchladehebel ein Stück zurückzieht. Ich tue es gerade noch ein Stückchen vor. So. Dann müsst ihr das ein Stück zurückziehen, weil vielleicht kriege ich euch das auch so bildlich gezeigt. Ja, hier dieser Teil von dem Feed Tray, der stößt hier nämlich an diesem Gestänge vom Durchladehebel an und das muss dann so vorbeiflutschen. Dann muss das so und dann könnt ihr es eigentlich schon bequem installieren. Ja, Durchladehebel läuft immer noch ein bisschen ruppig. Ja, und dann kommen wir zum Ansprechverhalten, beziehungsweise, ja, viel kann ich ja hier nicht sagen, Sicherung, habe ich ja eben schon gesagt, ist hier dieser Knopf. So, Schussrichtung links rausgedrückt ist feuerbereit und Schussrichtung rechts rausgedrückt ist gesichert. Ja. Ansprechverhalten. Ja, ihr könnt es hören, die Gearbox, die ist... Ja, sorry, das wackelt jetzt hier so ein bisschen, weil das Ding so elend lang ist. Ich nehme an, die Gears sind halt auch nicht so gut geschimmt und der etwas altertümliche Motor, der noch Ferromagnete hat, also keine Neodym-Magnete, der tut sein Übriges, der läuft etwas unruhig, was man hier auch jetzt hört. Und ja, aber man bekommt hier mit dem 11.1er LiPo, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, da bekommt man hier eine Kadenz von ca. 16 BBs die Sekunde raus, was doch schon recht ordentlich ist und meiner Meinung nach auch komplett ausreichend ist. Gut, dann machen wir den Akku raus. Und dann zeige ich euch, wie man die Gearbox auseinanderbaut. Also ich zeige euch gerade nochmal hier in der Nahaufnahme das Disassembling bzw. das Zerlegen vom Außenlauf. Also hier neben diesen Hebel drücken, vorne ein bisschen festhalten. So, und dann kommt das alles schon vorne rausgesprungen. Und dann könnt ihr das alles bequem in einem Stück rausnehmen. Dann könnt ihr die Kabel abmachen, Akku raus, fertig. Und ihr könnt hier sehen, was zusätzlich noch ein bisschen Platz wegnimmt, ist schade, aber hier ist noch so eine Glassicherung verbaut. Gut, ich würde hier jetzt, oder ich werde sehr wahrscheinlich hier noch ein MOSFET und einen anderen Motor verbauen und Hopper-Bucking auch nochmal ein bisschen upgraden. Gut, kommen wir zum Zerlegen von der Gearbox, beziehungsweise zum Ausbau von der Gearbox. Recht simpel, ihr habt hier auf der Schussrichtung rechten Seite hinten, das könnt ihr eigentlich umbauen, wie ihr wollt, könnt ihr auch von links nach rechts oder rechts nach links umbauen, das ist wurscht, habt ihr hier so eine gerändelte Mutter, die sehr stramm sitzt, wenn ich gerade mal ein bisschen von der anderen Seite ein bisschen klopfen, so. Die dreht ihr einfach komplett raus, beziehungsweise nicht komplett raus, ein paar Gewindegänge ran und dann seht ihr hier, habt ihr hier diesen Bolzen und den drückt ihr dann immer wieder ein Stückchen raus, bis die Mutter ab ist und dann könnt ihr das schon entspannt entnehmen. So, und dann kann man hier hinten den Schaft einmal wegklappen. Brauchen wir jetzt aber aktuell gerade noch nicht. Ihr könnt auch den Schaft komplett abbauen. Hier unten ist so ein Pin mit C-Clip gesichert.
Würde ich jetzt allerdings nicht machen. Ich würde euch empfehlen, klappt das Ding so, wenn ihr das so sehen, ja, so komplett runter. Und dann stellt ihr das einmal so hin oder so. Ja, ist halt ein bisschen wurstig, fummelig, das Ganze jetzt auf Kamera zu zeigen. Gut. So, diesen Pin hier hinten raus. Bleibt uns nichts anderes mehr zu tun, als diese zwei Schrauben zu lösen. Die sind nämlich direkt in der Gearbox verschraubt und halten die quasi im Receiver fest. Dann müssen wir einmal dann hier den Schaft wegklappen und einmal das Topcover öffnen. Und vielleicht sogar am besten, wie macht man das denn jetzt am besten? So, müssen wir hier auf dieser Seite, ja, ist wahrscheinlich besser, müssen wir hier hinten an dieser Gearbox dieses Teil noch abschrauben. Ja, sorry, meine Stimme ist immer noch etwas im Arsch. Dieses Teil hier einfach abschrauben, das ist nämlich meiner Meinung nach, müsste das nur zu, ja, das dient nur zur Fixierung von diesem Hebel. Dann kann man hier diese Stange rausnehmen und ist schon scheiße mit so einer Erkältung und versuchen sich zu konzentrieren. Das ist ein bisschen ätzend. So, also die Schraube dann doch raus, Durchladehebel ganz nach vorne, die Gearbox ein bisschen nach hinten schieben. Ja, dann kann man die auch so rausnehmen. Okay, alles klar. Also habt ihr gesehen. Der Gearbox-Panzer hier, die ist wirklich sehr, sehr massiv gebaut. Ach, Alter, was ein Ding. Ja, gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Die legen wir mal beiseite. Die brauchen wir jetzt. Boah, die wiegt ja bestimmt ein Kilo oder so. Junge, Junge. So, und dann sehen wir jetzt hier einfach im Inneren, wir hätten sogar einen einstellbaren Abzug. Hier, das ist die Zuführung und ja, ich mach mal gerade hier den Ton wieder rein. Ist das Ganze ein bisschen einfacher, dann flackt der Schaft da nämlich nicht so rum. Hier sieht man schön diese Führung von der Hop-Up-Unit, damit die sich nicht verdreht. Und vielleicht kriegt man es hier, ja natürlich, stößt man wieder überall an. Könnt ihr sehen, hier am Abzug im vorderen Bereich, da ist so eine kleine Schraube, da könnte man den Abzug sogar noch einstellen. Das finde ich ja interessant. Ja, gut. Ansonsten, wie gesagt, Receiver hier könnt ihr ja sehen, ziemlich dickwandig gebaut, alles massiv. Auch hier die Materialstärke von dem Topcover. Das ist alles sehr massiv gebaut. Hier wird nicht so viel passieren. So, dann zeige ich euch gerade noch mal das Kimmer. Ne? Also hier kann man in den Seiten verstellen und hier, das ist einfach die Höhenverstellung. Und hier zur Seite. Alles recht easy. So, und wenn ihr dann das Zweibein nicht haben wollt und demontieren wollt, dann müsst ihr hier vorne diese zwei Schrauben einfach rausdrehen und dann könnte man quasi diesen Block, wo das Zweibein hier am Receiver befestigt ist, quasi hier diesen Block, der wird dann damit losgeschraubt und dann kann man das Zweibein nach vorne wegziehen und dann könnt ihr diesen Block auch ohne Zweibein wieder montieren. Ja. Und dann gucken wir uns nochmal Außen- und Innenlauf an mit Hop-Up-Unit. Also wie schon gesagt, das hier ist der Außenlauf, ein Stück. Warum sie das hier in so einer komischen Farbe gehalten haben, weiß ich nicht. Beim Original ist es halt schwarz bzw. Anthrazit. Ja, hier sieht man leider die kleine Macke, die ab Werk drin war. Schade, aber was willst du machen? Hier, das ist der Tragegriff aus Stahl. Der ist hier festgeschraubt mit drei Schrauben. Auch sehr massiv. Also
der wird euch nicht kaputt gehen. Hobab-Unit und Innenlauf ausnehmen, einfach rausziehen, fertig. Und dann schauen wir uns die Hobab-Unit mal im Detail an. So, als erstes nehmen wir mal hier diese Lauf- bzw. Hobab-Feder raus und dann ja, sehen wir hier schon den C-Clip. Und ich versuche gerade mal zu eruieren. Hobab einstellen, Schussrichtung vorne. Gegen den Uhrzeigersinn ist weniger Hob, mit dem Uhrzeigersinn ist weniger Hob und gegen den Uhrzeigersinn ist mehr Hob. Und dann können wir das eigentlich schon zerlegen. Dafür müssen wir hier diesen C-Clip erstmal rausmachen. Bisschen vorsichtig hier unten drunter gehen. Dann könnte man den eigentlich schon ohne Probleme rausnehmen, jawohl. Der sieht ein bisschen so aus wie ein G36 C-Clip. Bin ich mir jetzt auch gerade gar nicht sicher. Und dann könnte man schon quasi das Bucking und so weiter rausnehmen. Oh, hier ist alles voll verfettet drin. Ja, hier haben wir quasi den Messing-Zentrierring und ein sehr weiches Standard-Hopper-Bucking. Ach du Alarm. Ist auf jeden Fall sehr gut gefettet. Auch das Hopper-Bucking von außen, das ist schon etwas zu viel. Und ja, dann haben wir jetzt hier den Inner Barrel, der in der vollen Länge natürlich vorhanden ist. Und falls ich das noch nicht erwähnt habe, natürlich alle technischen Daten wie immer unten in der Videobeschreibung. So, dann haben wir jetzt hier in der Hobab-Unit hier vorne, um das Einstellrädchen noch runter zu machen, haben wir hier diesen kleinen O-Ring. Den müssen wir leider auch entfernen. So geht ihr am besten von hinten drunter und dann macht man den O-Ring hier einfach lose. Nicht verlieren, nicht kaputt machen und dann dreht ihr das Hopperbrad einfach so, dass es hier mit dieser Aussparung über diese Führung flutscht und dann kann man das schon alles entnehmen. Und dann sehen wir jetzt hier, ja, hier haben wir natürlich einen Standard-Tensioner drin, der aber senkrecht verbaut ist und nicht waagerecht. Das habe ich ja so auch noch nie gesehen. Der sitzt quasi so hier drin und drückt dann auf das Hop-Up-Bucking. Das ist ja auch interessant. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Sehr kurios. Naja, wird schon seine Gründe haben. Das macht jetzt hier natürlich dann das Upgrade auf ein Flat-Hop-Bucking etwas schwieriger, weil man keine konkaven Tensioner verwenden kann, ohne die Unit hier irgendwie in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Vielleicht gibt es da aber auch eine Aftermarket-Hop-Up-Unit. Ich bin mir gerade nicht sicher. So, kommen wir zum Gearbox zerlegen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und bei dieser Gearbox gibt es natürlich noch eine kleine Besonderheit. Da gehe ich dann später drauf ein, weil es ist speziell für Deutschland gemacht worden. Egal. Ja, wir entfernen jetzt erstmal hier diesen Kabelbinder, der die ganzen Kabel hier zusammenhält. Den müssen wir dann nachher wieder erneuern. Der hält eigentlich nur die Kabel hier fest, dass hier nichts rumwabbeln und schwabbeln kann. So, und dann suchen wir uns einen passenden Inbusschlüssel. Hier haben wir schon den richtigen Kandidaten. Auch wieder 2,5 Innensechskantschlüssel. Und dann legen wir gleich mal los. Aber erst zeige ich euch noch so ein, zwei Sachen. Ja, hier ganz schön zu sehen, hier haben wir direkten Zugang zum AL durch dieses Loch. Könnt ihr da sehen, wenn ich jetzt hier einen Schraubenzieher nehme, kann ich die Gearbox natürlich erstmal hier, seht ihr, entspannen. War jetzt in dem Fall schon entspannt. Und ja, bevor wir die Gearbox auseinandernehmen, müssen wir hier diesen Bolzen rausmachen. Wie gesagt, der ist nur für Deutschland da, der Rest der Welt, der hat dieses Feature natürlich nicht, hat was mit dem
Federschnellwechsel zu tun. Was hier eigentlich vorhanden ist, was hier quasi mit diesem Bolzen außer Kraft getreten wurde oder unschädlich gemacht wurde, sagen wir es mal so. Da es ja ein 05er ist, darf es aus irgendeinem Grund nicht über ein Federschnellwechselsystem verfügen. Wie das da jetzt genau rechtlich aussieht, kann ich euch leider nicht sagen, aber anscheinend muss das so sein. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. So, ich löse diesen Bolzen jetzt erstmal einfach ausschlagen. Und dann seht ihr hier so einen geremdelten Bolzen. Na gut, der sitzt jetzt noch fest. So. Ne? Nicht wieder vergessen einzusetzen. Könnte sonst komisch werden. So, dann sehen wir hier schon, das Federschnellwechselsystem ist eigentlich relativ easy. Ihr drückt hier oben diesen Hebel einfach zurück, haltet den Finger da ein bisschen drauf und dann kommt ihr euch hier schon der Spring Guide optimalerweise mit Feder entgegen. Da kommt schon die Feder. Das ist eigentlich eine relativ weiche Feder. Ich würde jetzt sagen, so irgendwas um die 90 oder 100, M90, M100er Feder. Naja, so, dann lösen wir schon mal die Kabelschuhe von den Kontakten vom Motor. Dann haben wir hier das Pluskabel, das kann dann natürlich schon mal beiseite, müssen wir nachher wieder dran machen natürlich. Und ja, dann müssen wir hier an dieser Glassicherung, das ist mir eben aufgefallen, die Glassicherung, dieses Gehäuse hier, das muss man einmal aufmachen. Ist natürlich auch sehr, ich weiß nicht. Also wenn ihr da Erfahrung habt, das Ding rauszuschmeißen, dann würde ich das machen. In dem Fall würde ich jetzt hier sogar noch ein MOSFET verbauen. Warum, sage ich euch gleich. Einfach hier die Sicherung weg und das Ganze dann beiseite legen. Werden wir wahrscheinlich nie wieder brauchen. So, und dann sehen wir hier drin die Switch Unit. Diese Switch Unit, ja, die würde ich jetzt nicht unbedingt mit diesem 11.1er Lipo auf Dauer betreiben, weil hier diese Innereien durch diesen hohen Strom, der hier dann natürlich auch fließt, zusammenbacken. Ne, das ist mir schon ein paar Mal passiert bei solchen Gearboxen früher, als ich das noch unwissentlich ohne MOSFET betrieben habe. Das ist nicht gut. Also hier würde ich dann zwingend noch ein MOSFET verbauen. Kommt der ganzen Sache ja zugute und man hat ja auch genug Platz, um das MOSFET irgendwo unterzubringen. Also da langt ja schon, da es ja eine 05er ist, hier fließen keine hohen Ströme. Hier langt dann am Ende wirklich ein kleines Jeftron Regular MOSFET oder irgendwie so ein kleines fertiges MOSFET, was man dann halt einfach nur noch einlöten muss. Ist auch jetzt kein Hexenwerk. So, dann müssen wir Schrauben lösen. Einmal da. Wo noch? Da und da. Diese zwei Schrauben, die braucht ihr nicht zu lösen. Die sind nämlich nur die Halterung, beziehungsweise die halten nämlich nur die Switch Unit fest. Die braucht man nicht zu lösen. Und das mache ich ja mal jetzt schnell. So, die Schrauben sind alle raus. Hier unten einmal rum, hier bis hier vorne hin. Wie gesagt, die zwei braucht ihr nicht. Die zwei in der Mitte müsst ihr auch noch lösen. Ja, die Schrauben haben alle dieselbe Länge, Gott sei Dank, sonst würde ich hier noch irre werden. Es sind, wie viele Schrauben sind das? 2, 4, 6, 8, 10 Schrauben an der Gearbox, auch nicht schlecht. Aber gut, das Ding ist halt auch gebaut wie ein Panzer, ehrlich gesagt. Da kannst du noch einen mit tot schlagen, ja. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Jetzt natürlich noch der sollte ich vielleicht
Vielleicht zeige ich euch das am besten gerade. Die Motoreinstellschraube ist hier hinten. Ne? Hier sitzt der Motor. Hier ist die Motoreinstellschraube und die drehe ich da am besten mal raus, damit da ein bisschen weniger Spannung auf der Achse ist. Dann kann man das Ganze nämlich vielleicht etwas einfacher lösen. Wie gesagt, ist ja eigentlich nichts mehr drin, was noch rausfliegen kann. So. Oh, da kommen schon Lager entgegen. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Das ist wieder so ein Ding. Hier sind keine normalen... Nein, vielleicht soll ich so hinlegen, dass ihr das auch seht. Hier sind keine normalen, wie man es kennt, Lagerbuchsen verbaut. Das sind nämlich solche zylindrischen Lagerbuchsen, die hier einfach nur drin liegen. Nicht sonderlich fest, aber sie sind halt da. Was will man machen? So. Und der AEL hat sich schon verabschiedet. Ich baue am besten erstmal hier den Motor aus und dann gucken wir uns mal das Shimming an. Ist ja gewiss auch interessant. Oh Gott, oh Gott. So. Ja, das hier ist halt der Motor, ne? Mit Ferromagneten, also hier ist nicht viel los. Funktioniert, ist okay, aber naja, ist nicht mehr up to date auf dem neuesten Stand der Technik. So, dann haben wir hier das Drucksystem. Gucken wir uns das auch am besten gerade mal an. Und die Tappet Plate, das sieht eigentlich alles so aus, als wäre das von der V2 übernommen. Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Also es ist jetzt sind keine außergewöhnlichen Gearbox-Teile. Ja, die Gearbox ist das Drucksystem. Das ist dicht. Also da gibt es nichts zu meckern. Das ist alles dicht. Das ist gut. Dann haben wir das schon überprüft und dann kann ich das mal ausbauen. Auch hier Ausbau eigentlich wie bei jeder V2 Gearbox auch. Und gucken wir uns die Teile später erstmal an. Und ich baue die Switch Unit auch mal aus. Wie gesagt, nur die zwei Schrauben hätte man jetzt eigentlich auch lösen können, wo man die Gearbox aufgeschraubt hat, aber okay. So. Legen wir das einfach mal alles beiseite. Dann setzen wir das Kegelrad wieder ein. Und dann checken wir mal, wie das Shimming ist. Und hier hinten das Teil, die Sperre, muss man sich nur merken, wie es drin lag. Ich lege es mir jetzt mal einfach so beiseite. Da man das Shimming von hier außen sehr schön gut überprüfen kann, mache ich das jetzt mal. Ich werde das Ganze jetzt hier einfach mal einmal kurz festschrauben. Einmal hier vorne und hier vorne sollte eigentlich langen. So. An sich laufen die Gears ja schon. Die Gears an sich sind eigentlich relativ gut gefertigt. Gut, dann hier sehen wir den Short Stroke. Ja, die haben halt alle noch Spiel. Das Spur Gear an sich ist eigentlich relativ gut geschimmt. Und das Bevel Gear, ja, das hat hier allerdings, ja, könnt ihr das sehen? Das hat auch noch massig Spiel. Ja. Na, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist aber nichts Dramatisches. An sich, die Gears sind gut. Sind eigentlich
Hört sich geil an. Gut, schrauben wir den ganzen Krempel wieder auf. Das Schöne an dieser Gearbox ist ja, hier ist wirklich nicht viel los. Dadurch, dass wir nur Vollauto haben, gibt es hier kein Cut-Off-Lever und keine Selektorplatte, nichts, worauf man Acht geben müsste. Das ist sehr entspannt. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Wir haben ein 18:1 Gearset mit einem Short Stroke auf mein 13-Zähne waren es, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Jawohl. Die scheinen auch CNC gefräst zu sein, die Gears. Also die machen guten Eindruck. Das Bevel Gear auch. Das Bevel Gear hat 6 Einrastpositionen. Ich schalte mal hier das Kameralicht ein. So. Könnt ihr sehen, das hat 6 Einrastpositionen. Die sind definitiv CNC gefräst. Ja. Das Spur Gear war eigentlich relativ stramm. Gut. Also nicht stramm, sondern gut eingeschimmt. Das hat hier wirklich kein Spiel. Nice! Cool. Ja, und dann schauen wir uns mal das Drucksystem an sich an. Wie gesagt, es ist ja dicht. Nozzle mit einem O-Ring. Und was ist das? Ah, da löst sich schon die Beschichtung ab, oder was? Vielleicht könnt ihr das hier sehen. Nee. Aber es kratzt. Interessant. Ja, und dann haben wir hier einen blauen CNC gefrästen Piston innen drin mit Kugellager und einer Vollstahlzahnreihe. Der vorletzte Zahn fehlt. Ja. Und als Pisten haben wir hier einen. Oh, der sitzt aber auch ziemlich gut da drin. Dann lassen wir den auch so da drin. Ist auf jeden Fall ein Typ 0 Zylinder. Gut, macht im Original macht es ja auch Sinn, weil es ist ja ein ziemlich langer Lauf. Was wird das sein? 500, 550, wenn nicht sogar 600. Ich kann es euch nicht genau sagen. Die Nozzellänge ist, das werde ich euch jetzt sagen, 21,1. Fast schon Standard M4 Nozzellänge. Okay. Und Metallspäne in der. Oh, hier ist auch mega viel Fett drin. Und Metallspäne in der Gearbox. Auch nicht schlecht. Ich wage jetzt mal zu behaupten, weil hier drin kein sonderlicher Abrieb herrscht. Das kommt von diesem Loch, was die da gebohrt haben für die Federschnellwechselmontagensperre. Oder einfach für die Blockierung, für die Schnellfederwechslung. Ne, aber sonst ist hier nichts. Gut. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht sagen, dass die Gearbox diese Feder, die jetzt hier aktuell verbaut ist, mehr als überleben wird. Man sieht ja hier, wie dickwandig das alles ist. Hier ist auch alles schön. Da, wo es drauf ankommt, ist es halt auch alles sehr gut gefertigt. Alles sauber hier innen drin, da wo der Motor ist, ne, ist auch alles in Ordnung. Und ich sehe gerade, die Motoreinstellschraube hat eine integrierte Platte. Gibt's das? Wie geil ist das denn? Das ist quasi eine Schraube, wo die Platte hier unten dran ist. Könnt ihr das sehen?
Tatsächlich. Ja, das ist ja geil gelöst. Also kann man das schon mal gar nicht verlieren. Das ist ja echt gut gelöst. Schick. Ja, gut. Ja, wie gesagt, wenig spektakulär. Hier kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen, ist aber auch nicht schlimm. Ja, was soll ich jetzt hier noch großartig sagen? Wie gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, ganz stark davon aus, dass das hier alles V2 kompatibel ist. Auch was Tappet Plate und so angeht. Die Tappet Plate läuft hier saugend drin. Ja, könnte wahrscheinlich hier an dem Fett liegen, was ein bisschen klebt. Mit wenig Spiel läuft das Zeug hier drin rum. Ja, macht schon Spaß. Also jetzt, wo ich das so sehe, das ist schon recht ordentlich. Gut, kann man bei dem Preis von 580 € bei der Stahlblechversion, kann man das aber auch erwarten, dass hier alles flutscht, so wie es soll. Ja. Gut. Dann bleibt mir jetzt hier nichts weiter zu sagen als, gut, vielleicht gucken wir uns mal einen Spring Guide an. Ne, also ist klar, Spring Guide sitzt quasi hier so drin, da ist die Aussparung, da wo dieser, ne, da hier sitzt dann so der Bolzen drin und blockiert halt, dass man halt kein Federschnellwechselsystem hat. Ja, muss halt so gesetzeskonform gemacht werden. Kommen wir zum Boxmagazin. Ja, sieht spektakulär aus. Im Grund ist es aber recht simpel. So, erstmal die ganzen Komponenten erklärt. Also das hier wird natürlich oben in die Waffe eingeführt, in den Magazinschacht. Und das hier wird unten am Receiver einfach eingeklipst, wie man es halt von MGs kennt. Gut, dann ja, ist eigentlich aufgebaut hier oben wie ein simples Highcap, nur dass hier unten halt ein Schlauch ist und das Ganze motorisiert ist. Wie das Ganze genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Vorher noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt natürlich hier diesen Druckknopf da drauf machen. Ich würde es euch nicht empfehlen. Das ist nämlich ganz schön anstrengend, den wieder da runter zu bekommen. Ja, könnt sehen, da habe ich hier schon ein bisschen was verbogen. Das ist halt nicht so gut. So, man kann es einfach hier komplett aufmachen. Dazu muss ich jetzt sagen, hier dieses Boxmagazin in der Upgrade-Variante mit dem Stahlblechgehäuse, also Stahlblechgehäuse MG, das ist hier schon Lipo-ready. Da müsst ihr dann aufpassen, je nachdem, was ihr für Akkus verwenden wollt. Ich will jetzt hier mal zum Testen, weil ich keinen anderen da habe, diesen ja, AEP-Akku verwenden, 7,4 Volt 30C, 600 mAh. Und ja, hier unten, wenn man das dann aufmacht, seht ihr das dann schon, die ganzen Bedienelemente, beziehungsweise ja, der ein Ausschalter, hier könnt ihr das sehen. Hier ist die Klappe, die schließt und öffnet. Hier werden die BBs dann eingefüllt, da kommen wir dann gleich zu. Ja, hier ist der JST-Stecker für den Akku zum Einstecken, beziehungsweise zum Anklipsen. Und wir sehen hier, wir haben hier einmal die Position Off, Auto und Sound Control. Und hier unten haben wir dann natürlich noch Platz für die Batterie an sich. Ihr könnt hier sehen, der Akku passt hier jetzt leider nicht so gut rein. Und da ich auch keinen Akku mit JST-Stecker habe, musste ich da kurzerhand irgendwas zusammenlöten. Hier mit Mini-Dienststecker funktioniert aber hervorragend. Der passende Akku, der hier verwendet werden kann, der ist natürlich auch auf der Begadi-Webseite ja, hinterlegt. So, dann könnt ihr das hier, den Akku hier so bequem einlegen. Kann man jetzt so machen, ist jetzt aber nicht so, naja, aus Sicherheitsgründen würde ich das jetzt nicht so im Spielbetrieb machen. Wenn man irgendwie mal auf die Waffe fällt oder sich hart abstützt auf dem Boxmagazin, dann kann es schon passieren, dass der Akku dann ja, einen Schlag wegkriegt und oder im schlimmsten Fall anfängt zu brennen, weil irgendwas Metallisches durch die Hülle stößt. Und dann gibt es halt einen schicken Lipo-Brand, ne? Kennt man ja heutzutage. So, Stellung off sollte ja klar sein. Aus
Auto wäre dann Auto-Winding, das heißt, wenn wir jetzt hier gleich BBs einfüllen, spannt der quasi die, wie in einem Highcap-Magazin auch, automatisch vor, bis die ganze Feder aufgespannt ist und bis er merkt, bis er halt an einen Punkt kommt, wo er so viel Widerstand hat, hört er dann halt auf zu drehen. Sound Control wäre dann halt die Option, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr schießt, zieht er die Gearbox hier innen drin, also das Getriebe hier drin, quasi das Magazin neu auf, sodass sichergestellt wird, dass auch nur beim Schießen das Boxmagazin automatisch anläuft. Da könnt ihr dann also wählen, was euch besser gefällt. Ich mache es gerade mal auf Auto. Der wird jetzt natürlich durchrattern, weil er keine BBs drin hat und denkt, oh, da muss ich jetzt aber fördern. Das ist natürlich Quatsch. Und Sound Control ist halt, ja, könnt ihr hier sehen, hier oben ist ein kleines Mikrofon. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, für die technisch begabten Leute unter euch, wie kann man sowas selber bauen? Das wäre mal richtig interessant, wie man sowas selber bauen kann. Ihr könnt sehen, wenn ich drauf haue, im Betrieb wäre es halt der Prellschlag oder das Laufen vom Motor oder der Prellschlag vom Piston, der auf den Zylinderhead aufschlägt. Ja, gut, ich würde sagen, wir befüllen das Ganze mal hier mit BBs. Stellen das Ganze mal auf aus. Und ja, ich habe hier meinen Riesenkanister mit 0,25 Gramm BBs. Und dann so, ich glaube, das sollte erstmal zum Testen lang. Dann fummeln wir hier den Motor mal zu, bevor der ganze Spaß vom Tisch fällt und ich den Spaß habe, das Ganze aufzuräumen. So, machen wir erstmal hier das zu. Die Klappe schließen wir nochmal und stellen das Ganze dann mal auf Auto. Und dann sollten wir gleich sehen, dass hier oben BBs ankommen und wenn er genug Vorspannung hat, dann sollte das aufhören zu arbeiten. Was er natürlich nicht tut, das ist nicht gut. Also, weiß jetzt nicht, was da genau schief läuft. Die Autofunktion wäre jetzt nicht so ratsam, weil er dann ständig durchballert, oder? Das würde euch auch ziemlich schnell den Akku leersaugen. Okay. Genug der trockenen Theorie. Wir testen das Ding jetzt einfach mal aus und schießen mal ein paar Schuss mit diesem Boxmagazin. So, das Boxmagazin hier ist jetzt partiell gefüllt, wie ihr hören könnt. Und ja, kommen wir einfach mal zum Praxistest. Das Ganze ist jetzt hier auf Sound Control gestellt. Und ja, wir gucken einfach mal, wie das Ganze feedet, wie das funktioniert. Ich schieße jetzt mal in eine leere Box rein, die ein bisschen ausgehöhlt ist. Und dann schauen wir mal. Interessant. Also selbst mit einem sehr langen Feuerstoß, wie ihr das gerade gesehen habt, gibt es hier keine Feeding-Probleme, auch mit dem 11.1er Lipo nicht. Das finde ich extrem geil.
ihr sehen könnt, man kann auch ganz einfach hier durch ein bisschen Abzugskontrolle, kann man hier einfach ein paar Bursts raushauen, so 3er, 4er Salven. Ja, macht schon Spaß. Also, ich würde sagen, ja, auch zum Praxistest, mit Sound Control ist das Ding einfach am sinnvollsten. Man kann es natürlich auch jetzt so vorspannen, quasi mit dem, mit dieser Autofunktion. Moment, so mit Handschuhen ist das ein bisschen doof. Wo ist der Schalter? Hier. Könnt ihr da ein bisschen vorspannen. Das Ganze jetzt mal aus und dann kann man auch wirklich wie bei einem normalen Highcap auch noch ein paar Schüsse geben. Dann aber wirklich kein Dauerfeuer, da kommt es wirklich dann zu ein paar Leerschüssen. Macht halt wirklich nur Sinn, wenn man das Magazin irgendwie leer machen will, obwohl man dann einfach am besten irgendwie den Follower oben drückt, wenn man fertig ist mit dem Spielen und die BBs einfach so rauslässt. Wie gesagt, hier ist der, ja, der Sound Control Modus ist hier so wirklich am besten dafür geeignet und macht auch am meisten Spaß, weil man einfach keine Leerschüsse hat. Und der Motor läuft halt auch nicht permanent, wenn man nicht schießt. So. Was ich noch gar nicht angesprochen habe und vielleicht in diesem Video ein bisschen spät kommt, ist der Lieferumfang, aber der ist nicht so spektakulär, dass man das jetzt so auf die, ja, dass es so dringend wäre. Mit dabei ist natürlich ein Beschussprotokoll, welches besagt, dass die ganze Waffe im Mittelwert 0,46 Joule hat. Wunderbar. Und mit dabei ist noch ein Reinigungsstab, das Boxmagazin, was ihr gerade eben im Video gesehen habt. Und natürlich die Waffe an sich. Ansonsten ist nichts dabei. Und dann sprechen wir nochmal den Schusstest durch. Ja, wenig spektakulär hier. So eine kleine Gruppe ist halt ein DIN A4 Blatt, ne? Damit ihr euch so eine Größe mal vorstellen könnt. Ja, die ersten paar Schuss, die sind hier unten gelandet. Dann habe ich nochmal korrigiert und dann ist es halt ziemlich weit in der Mitte gelandet. Ist jetzt ja vom Streukreis her 20 Meter aufgelegt. Lauf und Hop-Up habe ich vor dem Schusstest natürlich mal feucht mit Reinigungsalkohol durchgewischt. Ja, es macht halt das, was ein MG machen soll. Es streut ein bisschen, es ist jetzt kein Ultralaser, aber völlig ausreichend. Ja, also meiner Meinung nach braucht man auch da das Hop-Up-Gummi erstmal gar nicht tauschen. Ja, so viel dazu. Also ist halt ein MG, macht das, was es soll, ein bisschen streuen und das war's. Ja. Kommen wir zum Fazit zu der M249 Saw, oder nennen wir das Kind einfach mal beim anderen Namen. FN Minimi. Ja, und ja, der Gesamteindruck ist durchweg positiv. Dank der Stahlkonstruktion hier vom Lower Receiver. Ja, was will man denn mehr? Ist halt ein bisschen schwerer und ein bisschen unpraktikabler für eine 05er. Aber es macht Spaß, mit dem Ding zu schießen. Und Wartung und so weiter und so fort ist auch
recht einfach. Ja, alles in allem Verarbeitung, Metall sowie Kunststoffteile ist super gut gelungen, finde ich. Da hat sich A&K wirklich verbessert, muss man sagen. Leider sind hier keine Markings drauf, aber okay, das kann ich jetzt in dem Fall einfach mal verschmerzen. Ist halt meiner Meinung nach perfekt für Reenactor, die irgendwas aus dieser Zeitperiode so ab 1974 darstellen oder darstellen möchten. Da ist das hier genau das Richtige für euch. Gut, der Preis 580 Euro, der haut natürlich rein, aber dafür bekommt man meiner Meinung nach richtig gute Qualität, die auch funktioniert. Ja, zum anderen, zur Waffe habe ich ja alles gesagt, eigentlich schon. Boxmagazin ab Werk bei Begadi ist das Lipo Ready. Und ja, man hat da wenig Probleme, fast 1500 Schuss und viele zuverlässig. Ich habe auch noch mal geschaut, dieser Automodus, der ja hier angegeben ist, die Bezeichnung ist etwas verwirrend. Das ist im Grunde eigentlich der Dauerbetrieb. Und ja, ist ein bisschen verwirrend, weil der Motor halt ständig rattert und sich da am Ende nicht selber abschaltet. Deswegen würde ich euch empfehlen, lasst das Ganze einfach oder betreibt das Ganze einfach auf Sound Control und dann ist gut. Funktioniert wunderbar, ich habe damit keine Probleme gehabt. An der Gearbox habe ich auch jetzt nichts zu meckern. Es ist ein Metallnozzle mit O-Ring verbaut, 21,1 mm waren es, glaube ich. Es ist ein CNC-Pistenhead, es ist ein Vollstahl-Zahn-Pisten verbaut. Gut, der Motor, der ist etwas altertümlich, mit Ferromagneten, also Ferritmagneten, keine Neodym-Magneten, da werde ich noch ein Update machen. Genauso wie ein MOSFET noch nachrüsten. Und ja, Gearbox an sich auch vollkommen okay. Und dann vielleicht noch eine kleine Sache zu der Gearbox bzw. zum Federschnellwechselsystem. Ich habe mich vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Das Federschnellwechselsystem, ja, der Kommentator aus dem Hintergrund ist auch da. Ja, schön, danke. Latsch einfach mal über mein Stativ. Ja, danke. Das Federschnellwechselsystem musste in diesem Fall hier deaktiviert werden, weil man ohne weiteres Werkzeug von hinten durch Entfernen einer Schraube quasi direkt die Energie wechseln könnte. Generell dürfen 05er natürlich über ein Federschnellwechselsystem verfügen. Dieses muss allerdings, soweit ich das jetzt weiß, von außen nicht sofort und einfach zugänglich sein. Das heißt, man kann die Gearbox ausbauen und dann kann man halt die Feder wechseln. Aber es darf von außen nicht so schnell wechselbar sein, wie es in diesem Fall wäre, wenn der Bolzen nicht drin wäre. Das wäre dann also illegal. Ansonsten, ich hoffe, das war jetzt alles so korrekt. Wenn ihr das besser wisst, dann lasst es mir bitte unten in den Kommentaren da. Kommen wir natürlich auch zu den paar negativen Sachen, die mir nicht so gut gefallen. Zum einen wäre es hier, ja, der Durchladehebel. Der läuft halt doch ziemlich ruppig und ja, da muss man dann halt noch ein bisschen nacharbeiten, ist aber jetzt meckern auf hohem Niveau im normalen Spielbetrieb. Man braucht es halt ehrlich gesagt eigentlich nicht. Aber für Leute, die da dran gern rumspielen, ja, das ist dann wirklich meckern auf hohem Niveau. Und zum anderen, das Hopper an sich. Man kann den Tensioner, wie schon gezeigt, den Tensioner kann man nicht tauschen. Das heißt, ihr seid auf diesen runden Hop-Up-Tensioner angewiesen. Ich muss nochmal gucken, vielleicht gibt es irgendwo eine Upgrade-Hop-Up-Unit, die auch normale Hop-Up-Tensioner verwenden kann. So wird das mit dem Umbau auf ein Flat-Hop-Bucking etwas, ja, komisch. Das wird dann nicht so richtig funktionieren, wie es eigentlich konzipiert ist. Könnte man machen,
Aber in dem Fall werde ich hier, glaube ich, einfach nur abdichten und sprich ein bisschen Teflonband. Weil das Hopper-Bucking an sich ist ja wirklich voll okay, habt ihr ja auch im Schusstest gesehen. Also da braucht man jetzt erstmal eigentlich nichts tauschen. Vielleicht mal vorher ein bisschen auseinanderbauen, bevor ihr das benutzt und mit Reinigungsalkohol reinigen. Das war ziemlich verfettet. Das ist auch nicht so gut. Da habt ihr vielleicht unter Umständen sogar gar keine Hop-Up-Leistung. Also vor dem ersten Betrieb einmal feucht durchwischen mit Reinigungsalkohol und dann mal trocken ziehen. Ja, Reinigungsstab ist ja mit dem Lieferumfang dabei. Ja, das war jetzt eigentlich alles, was ich hierzu sagen kann. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen nach oben, wer Träumchen, wie immer. Und Like und Abo da lassen, wäre ganz fein. Empfehlt mich weiter, teilt meinen Kanal, teilt meinen Inhalt auf, ja, auf den bekannten sozialen Plattformen. Da bin ich nämlich nicht so unterwegs. Da fehlt mir auch ein bisschen die Zeit zu. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als Hui Welle allemal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.